Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute mit einem neuen Video. Heute geht es um die japanischen Heavies. Diesmal erst beginnt auf Tier 8, weil ich den Panzer bis jetzt am meisten gefahren bin, nämlich den Type 57. Der Type 57 ist meines Erachtens einer der sehr gelungenen Panzer, meines Erachtens. Er hat ganz klar seine Stärken, aber auch ganz klar seine Schwächen. Der Panzer ist so ein bisschen wie ein Defender, möchte ich sagen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber er hat sehr gute Panzerung. Hat ganz klar Weak Spot, das ist ganz klar. Hat allerdings auch seine Schwächen und vor allem auch durch die neue Mechanik, diese Abkühlungsmechanik, ganz klar seine Stärken. Ich muss immer noch sagen, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Fahrzeugen. Nicht, weil sie vielleicht exorbitant stark sind oder schwach, sondern weil es Heavy sind, die quasi durch ihre Panzerung oder durch ihre besondere Abkühlungsmechanik der Kanonen so ein bisschen aus der Masse fallen sollen. Und da stellt sich mir die Frage, ich versuche zum Beispiel mit den ganzen Heavies, also jetzt natürlich mit dem Autoloader wie ein Amix würde ich das natürlich nicht machen, aber man versucht oder ich versuche immer aggressiv zu fahren, versuchen das Gefecht nach vorne zu leiten, ohne dabei halt selber sich direkt in den Tod zu jodeln, wohlgemerkt. Und das ist dadurch, dass der Panzer natürlich eine gute Panzerung hat, allerdings auch ganz klar viele Schwachpunkte hat und man halt eine Kanone hat, die eher mehr so ein Medium darstellen. Geht mir dieses Prinzip noch nicht ganz auf. Ja, du hast einen Heavy, mit dem du aggressiv spielen willst, der allerdings eher mehr so eine Medium-Kanone hat, allerdings eine schlechte Medium-Kanone, zumindest halt dann, wenn ihr diese Abkühlungsmechanik vollends beendet habt. Und dann versuchst du eine DPM zu nutzen, die allerdings in dem Moment, wenn ihr die Kanone nutzt oder halt diese Abkühlungsmechanik mitnutzt, so ein bisschen in den Keller geht. Und halt mit einer Mobilität, die eher ganz, ganz wenig was mit einem Medium zu tun hat, mit 30, 35 km/h, also. Ein bisschen special, gibt mir nicht ganz auf, aber hey, ich würde sagen, gucken uns die Statistiken an und gucken uns dann an, was der Panzer tatsächlich in der Praxis kann. So, zuerst einmal die Statistiken durch kurz genommen. Also gehen wir erstmal zu der Panzerung, eigentlich so die Stärke der Stärken dieses Panzers in Verbindung mit der Feuerkraft. Der Turm hat eine recht gute Panzerung von über 260 mm, effektiv sind das sogar über 3 bis sogar 400 mm, je nachdem, wo man drauf schaut. Dann einmal die Wande selber sind in Anführungsstrichen erst einmal nur 100 mm. Man wird allerdings schnell merken, dass sie dann doch deutlich mehr sind. Nämlich, wenn man sich die Panzerung anschaut, ich mache das jetzt mal ganz kurz, haben wir hier eine sehr stark angewinkelte Panzerung. Und besonders, wenn die Leute B-Munition schießen, passiert es oft, dass man einen Autobounce-Winkel hat, wenn die Gegner zum Beispiel keine Heat oder AP schießen, sondern APCR. Das heißt, wir haben hier von Werte über 300 mm, je nachdem, wie man halt steht. Der Panzer hat recht gute Gunny-Pleschen, jedoch sollte man aufpassen, dass man nicht zu sehr überwinkelt, weil wir haben mindestens mal zwei Weakspots auf dem Dach, da kommen wir auch gleich rüber. Und zweitens haben wir hier nicht die Hypno-pneumatische Funktion, die der Tier 9er und Tier 10er besitzt, weil die im Endeffekt einmal die etwas größere Version eines STBs sind, die auch übrigens ziemlich, ziemlich butter sind. Von der Panzerung zurück haben wir insgesamt sowohl am Turm als auch an der Wanne 30 mm, also jetzt nichts Spezielles. Es ist kein Sidescrap-König, das kann richtig gut funktionieren. Ich würde es jetzt allerdings nicht mit dem IS-3 Defender und Co. vergleichen, also das ganz klar nicht. Aber die Panzerung, wie man gut sehen kann, wenn es nicht gerade Tier 9 oder Tier 10er sind, können richtig gut funktionieren. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ihr seht, es gibt zwei, indirekt zwei Weak Spots. Und zwar ist das einmal wohlgemerkt die Luke, die jetzt gar nicht mal so riesig ist, in Anführungsstrichen. Man muss halt gucken, weil sie relativ weit vorne ist, dass man die verbirgt. Besonders halt wie hier zum Beispiel durch das Nutzen von Hügeln oder ähnliches. Und hier oben wird auch sehr gerne genutzt, dass man das pennen kann. Also ist recht brauchbar, ist es allerdings nicht die beste von allen. Und besonders der Turm ist jetzt nicht zu vergleichen wie beispielsweise der von dem Type 63, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, da er erstens einen deutlich besseren Turm hat, zweitens halt auch keinen Weak Spot am Turm hat und davon hat man hier mindestens mal insgesamt zwei Stück. Und dafür ist die Wanne deutlich, deutlich stärker und mag ich persönlich den Panzer sehr. Die Feuerkraft erstmal natürlich, also die zweite Stärke. Wir haben DPM von knapp 1900, was okay ist, ist jetzt allerdings nicht das Beste vom Besten. Dann einmal haben wir hier zwei Munitionssorten. Einmal die AP, APCR und HE.
Wenn wir uns zum Beispiel die Durchschlagswerte anschauen, wir haben insgesamt 360 Alpha-Schaden, das ist eine 105 mm Kanone, das ist gar nicht mal wirklich schlecht. Da gibt es deutlich bessere, aber auch ganz klar deutlich schlechtere Werte. Wir haben, wie gesagt, 360 Alpha-Schaden. Mit der AP haben wir einen Durchschlag von 225. Das ist sportlich, das ist nur das Beste, aber definitiv nicht der schlechteste. Also das ist ziemlich, ziemlich gut. Auf 500 werden das noch Durchschlagswerte von 204. Ja, ist okay, das brauchen wir jetzt nicht groß mit einzubeziehen, aber das ist definitiv nicht schlecht. Die Genauigkeit wird jetzt ein bisschen interessant, und zwar 0,4 mit der standardmäßigen Kanone, also wenn sie nicht gekühlt ist, wenn man nonstop schießt, was halt bei mir oft der Fall ist, muss man dazu sagen. Eingeaimt, beziehungsweise mit dieser Abkühlungsmechanik haben wir dann eine Genauigkeit von 0,2 beziehungsweise 2,27 etwa, was sehr, sehr, sehr gut ist. Und die Aiming Time mit 2,2 Sekunden, das ist auch überhaupt nicht schlecht. Übrigens seht ihr, dass der Panzer abgekühlt ist. Nach in etwa knapp 12 Sekunden, wenn der Aiming Ring, wie man hier recht gut sehen kann, so dunkelgrün ist, könnte man sagen, dann ist er komplett, ja, eingeaimt, nenne ich es einfach mal, nach der Kühlungsmechanik oder nachdem das Ding abgekühlt ist. Wir schießen APCR mit 252 mm Durchschlag und mit 230 noch auf 500 m. Das ist okay. Und bei der AP zum Beispiel fliegt diese sehr schnell mit über 1000 m pro Sekunde, was? Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann kurz nochmal zur Mobilität. Da gibt es jetzt viel zu sagen. 35 km/h. Das ist okay, ist nicht das Beste, auch nicht das Schlechteste. Man sieht halt schon sehr, dass man sehr oft hinterherhinkt, aber ich denke trotz alledem, wenn man mal so eine Situation hat wie hier, ist der Panzer definitiv zu gebrauchen. Wie gesagt, man kann versuchen, den Panzer mit Turbo zu spielen, aber an sich ist die Feuerkraft und die Panzerung das Entscheidende und hier nicht die Mobilität. Das merkt man da und auch später bei dem 10er. Und zurück hat das Ding eine Geschwindigkeit von 12 km/h. Ist okay, ist im Rahmen, aber hey, ich würde sagen, gehen wir ins Gefecht rein und gucken, wie das Ganze da läuft. Ganz kurz nochmal zum Part der Panzerung. An sich, den 8er finde ich, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Was man auf jeden Fall sieht, ne, großer Rückspot, auf jeden Fall die 130 mm von der Unterwanne. Dann halt einmal die Oberwanne an sich gar nicht mal schlecht. Wie gesagt, die Mitte ist nicht gerade so ganz geil. Allerdings halt, wenn man ein bisschen winkelt, denke ich mal, passt das einigermaßen. Spätestens, wenn man vorne auf so einem Berg steht, irgend sowas. Im Idealfall tut ihr die hier verstecken. Was gar nicht mal so schlecht ist, in Anführungsstrichen, das ist die Unterwanne, beziehungsweise die Seiten, die Backen der Unterwanne. Die sind recht gut gewinkelt. Allerdings muss man dazu sagen, spätestens wenn man minimal da versucht anzuwinkeln, dann werden die automatisch zum Weakspot. Und lustigerweise ist die Unterwanne von der Panzerungsdicke besser als die Oberwanne. Das ist ein bisschen Ironie eigentlich. Und ganz klar, was wichtig ist, die Panzerung an sich bis zu 220 mm höher, also die Panzerungsdicke. Aber hier unten, also der untere Teil der Gunblende, möchte ich sagen, oder unter der Gunblende, sind teilweise nur 130 mm gepanzert. So wie so ein kleiner Mond, könnte man sagen. Da bitte aufpassen. Und dem Thema zwei Weakspots. Hier, wie gesagt, die Panzerung von dem Turm, also von der Kommando, ist nicht gerade ganz so geil. Und auch wenn das erstmal einen Outbounce-Winkel erzeugt, wenn ich jetzt etwas runtergehe, beziehungsweise hochgehe, je nachdem, dann seht ihr, wird das automatisch auch zum Weakspot. Also das ist jetzt auch nicht gerade wirklich der Idealfall. Und passt halt auf, dass sie nicht groß überwinkelt. Aber spätestens, das muss man hier dazu sagen, wenn die Gegner zum Beispiel Heat schießen, dann gibt es diesen Autobounce-Winkel nicht mehr. Und da zum Beispiel auch Heat keine Geschwindigkeit verliert, also jetzt nur als Beispiel, der im Vergleich zu der APCR und keinen Autobounce-Winkel besitzt, ist das hier dann auch automatisch ziemlich schnell Pappe. Sonst würde ich sagen, gehen wir direkt ins Gefecht rein.
Das sieht so auf mit diesem Panzer. Das sind halt die Situationen, die du haben willst mit diesem Panzer. Nein, gehen mit dem Panzer ist schwierig. Schwierig, schwierig. Diesen Banner trifft genau das, was ich nicht treffen wollte. Perfekt, man kennt es. Er hat mehr AP. Sehr gute Runde mit dem Panzer. Sehr gut. Die Runden willst du auch mit dem Panzer haben, da gutes Matchmaking. Ein Tier 8. Und dann halt noch von der guten Seite. Das war sehr gut. Der Teil beim meisten Damage gemacht hat. Teil 63 schienen ja beide keine guten Spieler zu sein. No front. Ist es ein guter Spieler? Was hast du denn? Zurück, so dass der versucht zu fliegen. Ja, ich bin jedes Mal aufs Neue los auf der Karte. Ich kann da nichts machen. Ich bin dafür zu blöd.
würde hier gerne rüberfahren, ne? Ja, da, wir stehen aber auch so viele. Sollen wir noch mal? Wo bin ich? Ja. Ist das kein Play? Ja, T32, du hast Panzerung. Nein. Sich auch alle schon gedreht haben, ne? Arschgeil. Wo sie halt beide weggeschaut haben, ja. Gut, der war scheiße geaimt, ja, stimmt. Komm, Garde, kick ihn. Ja, guck mal hinter dir, du. Guck mal hinter dir. Nee, hinter dir, das ist vor dir. Ja, weißt du was, Tiger 2, du kannst mich mal arschlecken. Pompa! Zieht ihr immer noch? How? Okay. So, den kriegt ihr doch hin, oder? Entschieß, okay. Seit 3, 2, 3 Ecke. Lad jetzt einmal auf APC um, wenn der Prototyp rauskommt, dass ich den kriegen kann. Ja. Das war nicht der Prototyp. Ich hab schon gemacht. Ja, du, ich hab dich schon gemerkt. So, du hast dich jetzt leer geschossen. War es dir das wert? War es dir das jetzt wert, mein Freund? Ich glaube nicht. Das kommt schnell. Ich wollte eigentlich vor dem Bug hinter Deckung gehen. Und die versuchen Abstand zu gewinnen. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass T28 oder so halt gleich hinter mir rauskommen, ne? Das ist das Problem. Ich tue jetzt hier halt dafür nur für die Sicherheit vermeintlich Zeit verschwenden. Es kann sein, dass das passiert, kann aber auch sein, dass da gar nichts steht. Nein! Halt doch die Fresse.
Und der Peak war dumm von mir. Beziehungsweise der Schuss war eigentlich dumm von mir. Das hätte ich deutlich smarter machen können. Das war jetzt einfach nur Nervosität. Nicht mehr, nicht weniger. Wie hat er denn? Ey Mann, gut gemacht. Gut gemacht. Ich denke nicht, dass ich hier stehe, hoffentlich. Das war schon das Gefecht. So Gefechte liebe ich. Sehr, sehr geil. Kurzes Fazit noch zu dem 8er standardmäßigen Type 57. Insgesamt finde ich, ist das ein sehr gut gelungenes Fahrzeug. Hat Schwächen, hat jetzt auch ganz klar seine Stärken. Hat definitiv Weak Spots, die man auch entsprechend pennen kann, auch selbst wenn er high down steht. Hat brauchbare Mobilität, ist definitiv nicht die beste, allerdings auch keineswegs die schlechteste. Kanone funktioniert einigermaßen. Und ich denke, zumindest von allen Tech-Trees gesehen, von allen Fahrzeugen der Tierstufe 8 in seinem Bereich, zumindest mal im Mittelfeld. Und auch wenn der Panzer oder diese gesamte Reihe nicht gerade Meta tauglich ist, so denke ich trotzdem, kann dieser Panzer sehr viel Spaß machen. Würde ich empfehlen, diese Reihe zumindest nach meinen Erfahrungen bis jetzt spielen, wahrscheinlich eher weniger. Vor 6, 7 Jahren, glaube ich, wäre diese Reihe sehr, sehr gut gewesen oder hätte deutlich mehr Sinn gemacht, hätte man besser spielen können, dadurch, dass wir mittlerweile in der Meta leben. Oder es uns befinden, wo alles sehr schnell geht, wo alles sehr hektisch zugeht, ist es, finde ich, besonders, weil die Stärke dieser Fahrzeuge an sich die Genauigkeit ist. Genauigkeit, die halt nicht gerade immer so sonderlich relevant ist, ist es schwierig. Und ich denke trotz alledem, für Sammler, für Leute, die einfach eine neue Funktion suchen, die halt von ihrem Spielstil sich umentscheiden wollen, einfach mal ausprobieren, denke ich mal, sind diese Fahrzeuge allgemein sehr cool, mal was Neues, aber wenn man wirklich einfach nur Metapanzer sucht, um bei CW mitzufahren oder einfach wirklich das Ganze in die Hand nehmen zu können, braucht man diese Panzerei nicht unbedingt zu spielen. Sonst würde ich sagen, tut gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet, von der Qualität allgemein, was ihr zu diesem Panzer sagt. Habt ihr ihn selber oder habt ihr ihn noch nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch Spaß, bis dahin. Peace.